Hallo Pflanzenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Olaf und ich erzähle euch heute mal etwas über Stratum. Was ich von diesem angeblichen Wundersubstrat halte und welche Erfahrungen ich damit gesammelt habe, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach mal dran. Aber was ist denn jetzt eigentlich Stratum genau? Stratum ist ein Substrat für die Aquaristik. Und zwar für reine Pflanzenaquarien oder wird es auch sehr oft benutzt für Garnelenbecken. Und wie kommt man jetzt darauf, Stratum für normale Pflanzen zu benutzen? Nun, ich bin auf Stratum durch die einschlägigen Börsen wie eBay Kleinanzeigen oder auch Instagram gestoßen. Ich denke, jeder Pflanzenfreund hat schon mal auf eBay Kleinanzeigen oder auch auf Insta nach Pflanzen geschaut und wird wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, dass in letzter Zeit sehr, sehr viele Angebote gemacht werden, wo diese Pflanzen halt eben in diesem Stratum stehen. Da bin ich halt neugierig geworden und ich dachte, das muss ich mir mal näher anschauen. Also habe ich mir mal einen 4-Kilo-Sack bestellt, bezüglich Preis, komme ich später noch drauf, und habe diverse Versuche angestellt. Was das genau im Detail ist und welche Erfahrungen ich dabei gesammelt habe, das zeige ich euch jetzt. Vor euch seht ihr jetzt so einige Experimente und Versuche, unter anderem auch einige Verzweiflungstaten, was ich jetzt schon mit Stratum gemacht habe. Und die würde ich euch jetzt dann nach und nach mal zeigen und anfangen tun wir mit der Monstera hier vorne. Okay, diesen Steckling habe ich jetzt seit dem 26.10.2023, also jetzt circa 4 Wochen in diesem Substrat stehen. Wenn man sich das jetzt mal hier genau anschaut, dann seht ihr, tatsächlich Wurzeln sind so an sich noch nicht zu sehen, aber der Pflanze geht es an sich richtig gut und ich denke, hier bin ich richtig neugierig, ich würde sie jetzt gerne mal rausnehmen und dann schauen wir uns einfach mal zusammen an, was sich da entwickelt hat. So, dann nehmen wir die jetzt mal vorsichtig raus. Also das ist ernüchternd. Nach 4 Wochen bei dieser Monstera sind einfach noch überhaupt keine Wurzeln zu sehen. Absolut gar nichts. Gut. Ich packe die jetzt gleich wieder in den Becher rein und dann geht's weiter mit der nächsten Pflanze. Gut, dann schauen wir uns 2 weitere Monsteras an, und zwar Adasonii in der Mint-Variegata Form. Ja, ich habe jetzt hier einen Kopfsteckling und einen Stammsteckling auf der rechten Seite, beide von der gleichen Pflanze. Auch beide zur gleichen Zeit, auch wie die andere Monstera eingepflanzt oder zumindest in dieses Stratum reingesetzt. Und hier ist das Ergebnis deutlich positiver. Und zwar kann man hier schon ganz gut sehen, bei dem Kopfsteckling ist ein enormes Wurzelwachstum zu sehen. Jetzt muss ich auch hier, also generell auch bei der Monstera davor, diese Pflanzen stehen in meiner Pflanzenvitrine bei ca. 70% bei 70% Luftfeuchtigkeit und auf einer Heizmatte unter Zusatzbeleuchtung. Nur so am Rande. Ja, nichtsdestotrotz hat das hier ganz gut funktioniert. Allerdings muss man jetzt auch noch dazu sagen, dass die Adasonii auf jeden Fall
relativ einfach zu bewurzeln ist. Die variegierten Formen aber schlechter als die unvariegierte. Da zeige ich euch nachher noch ein anderes Beispiel. Ja, also wie gesagt, das hier hat ganz gut funktioniert. Inwieweit das jetzt besser funktioniert als zum Beispiel in Perlit oder in normales Substrat oder einfach nur im Wasser, kann ich jetzt nicht sagen, fehlt mir der Vergleich. Nichtsdestotrotz, für 4 Wochen ist das also kein schlechtes Ergebnis. Auch der Stammsteckling hat hier unten, ich versuche es mal ein bisschen näher ranzuholen, auch hier sieht man schon, kommen die Wurzeln jetzt bis zum Becherrand. Also auch dem geht es hervorragend. So, und weil es so schön war, machen wir gleich weiter mit der nächsten Adansonii. Und zwar ist das jetzt einer meiner Verzweiflungstaten oder einer meiner Problemfälle. Es handelt sich hier um eine Adansonii Schwedisch Ghost. Diese Pflanze, man kann es ja ganz schön auf dem Schild erkennen, das habe ich seit dem 23.12.2022 in meinem Besitz. Ja, wie man sehen kann, dieses Blatt, was jetzt hier ausgebildet hat, hat einen enormen Weißanteil. Nur die Ader in der Mitte ist grün. Das erste Blatt, als ich sie bekommen habe, war tatsächlich mit deutlich mehr Grünanteil. Vielleicht ist auch das eigentliche Problem. Weiß ich nicht genau. Allerdings habe ich diese Pflanze ganz normal, wie auch meine anderen Adansonii, bei mir auf der Fensterbank stehen gehabt. Und ja, sie hat nach und nach immer mehr von diesen Blättern abgeschmissen. Und die neuen Blätter, die gekommen sind, sind halt sofort braun geworden. Und ja, das kann, also die Pflanze hat sich mehr und mehr zurückgezogen, also in ihrem Stamm sozusagen. Ja, auch die Wurzeln waren teilweise verfault und musste ich dann wegschneiden. Also es war eigentlich nicht mehr wirklich viel von dieser Pflanze übrig. Genau, und jetzt habe ich sie vor circa 6 Wochen, habe ich sie in dieses Stratum gesetzt, also das, was noch übrig war. Und ja, ich hätte echt nicht gedacht, dass sie zurückkommt. Inwieweit ich diese Pflanze jemals wieder außerhalb von der Pflanzenvitrine aufstellen kann, weiß ich nicht. Aktuell bin ich aber heilfroh, dass tatsächlich wieder Wachstum da ist. Jetzt schiebt sich also das nächste Blatt hier auf der rechten Seite. Und auch, ich versuche es mal ein bisschen näher ranzuholen. Ja, ich denke, man kann es ganz gut sehen. Auch hier kommt jetzt das nächste Blatt. Diese Pflanze werde ich jetzt aber nicht aus dem Substrat rausholen. Ich bin heilfroh, dass es ihr so weit wieder so gut geht. Aber hier habe ich, also muss ich sagen, lief das durchaus positiv. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich in einem anderen Substrat das wahrscheinlich nicht funktioniert hätte oder nicht in dieser Form. Woran das genau liegt, warum dieses Stratum so viel oder so gut funktioniert bei der Bewurzelung oder auch bei den, ja, das wie als, wie kann man das sagen, als Katalysator für den Start der Pflanze, also wenn für Jungpflanzen, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist faszinierend zu sehen. Gut, als nächstes kommen wir jetzt zu zwei Philodendrons, Verrucosum, Amazon Sunset. Also das sind die mit dieser wunderschönen roten Blattunterseite, bei den zwei natürlich noch nicht allzu stark ausgeprägt. Ja, auch hier könnt ihr an den Schildern sehen, ja, 12.04.2023. Und zwar habe ich meine eigentliche Pflanze etwas zurückschneiden müssen und habe dann diese Stammstücke versucht zu bewurzeln. Ich habe sie erstmal nur in Wasser gestellt. Dann habe ich sie in Perlite gestellt. Ich habe es in meinem ganz normalen Substratmix versucht. Selbst
In der Pflanzenvitrine mit der hohen Luftfeuchtigkeit war einfach nur ganz, ganz bescheidenes Wurzelwachstum zu erkennen. Und die Pflanze hat einfach immer mal versucht auszutreiben, aber das immer wieder abgebrochen anscheinend, weil das Wurzelwachstum oder die Wurzelmasse nicht ausgereicht hat. Ja, diese zwei stehen jetzt auch seit circa ja, 4, 5 Wochen ungefähr in Stratum. Und diese ganzen Blätter, also diese zwei Blätter und auch jetzt hier der neue Trieb, der hier kommt, das war alles nicht da. Also es war zwar dieser Trieb war da, aber die Blätter waren halt, sind halt, also die hat es immer wieder die Blätter abgeschmissen. Genau, und jetzt tatsächlich haben, also jetzt seit Stratum haben sich die Blätter jetzt tatsächlich auch ausgerollt und die Pflanzen wachsen. Das ist ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, was ich alles vorher probiert habe. Also für Philodendrons, in dem Fall für den Verrucosum zum Bewurzeln, hervorragend. So, kommen wir als nächstes zu einer Heuer. Den Namen dieser Heuer werde ich jetzt nicht aussprechen, den blende ich euch unten ein, das wird sonst einfach nur albern. Ja. Auf jeden Fall, also Hoyas generell muss man sagen, Hoyas bewurzeln relativ einfach im Wasser. Allerdings, dieses Exemplar hier habe ich auch schon eine ganze Weile, also 17.09.2023, also ist jetzt auch schon eine Weile her, hatte ich im Wasser stehen und es war keinerlei Wurzelwachstum zu erkennen. Dazu muss man sagen, ich habe diese Heuer bei mir, ich habe einen bestimmten Bereich, wo meine ganzen Heuer sind. Heuer sind auch nicht ganz so lichthungrig wie andere Pflanzen. Demzufolge ist diese Ecke, also es ist kein zusätzliches Pflanzenlicht vorhanden, es ist keine Heizmatte vorhanden, sondern die steht da einfach nur auf meinem Regal und in diesem Stratum und ja. Was man jetzt auf jeden Fall erkennen kann, die Pflanze ist jetzt fest, also relativ fest im Substrat. Das heißt, es haben sich Wurzeln gebildet. Noch nicht so viel, dass man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt schon am Becherrand zu erkennen. Aber das, was im Wasser nicht funktioniert hat, hat auf jeden Fall im Stratum funktioniert. Von daher auch für die Vermehrung von Hoyas. Durchaus geeignet. Gut, als nächstes habe ich hier zwei Alokasien und zwar auf der linken Seite eine Friedeck in der Variante Green on Green, also auch relativ speziell und auf der rechten Seite eine Platinum. Die Platinum, also die Rhizome der Platinum bewurzeln sehr, sehr, sehr schwer. Also ich habe, die Mutterpflanze ist bei mir echt groß und bildet auch relativ viele Rhizome aus. Aber von diesen Rhizomen schaffen es vielleicht 20%. Also 20% der Rhizome kriege ich dazu, dass sie Wurzeln ausbilden. Und dann dauert es echt lange, bis diese Pflanze anfängt, aus dem Rhizom zu wachsen. Diese hier stand vor circa 5 Wochen, glaube ich, 5 Wochen circa noch in meinem normalen Mineral oder in meinem Substratmix. Und ja, hatte ein Blatt ausgebildet, das wieder abgeschmissen. Dann ja, hatte sich also quasi die Pflanze langsam wieder in die Knolle zurückgezogen, also in das Rhizom zurück. Jetzt kann man doch ganz gut erkennen. Es ist, okay, ich habe euch ja mal ein bisschen näher rangeholt und man kann jetzt auf jeden Fall den neuen Austrieb, also das neue Blatt erkennen. Natürlich klar, ob das jetzt nur an dem Substrat liegt, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, ich habe sie davor auch nicht noch zusätzlich mit einem zusätzlichen Becher abgedichtet, um die Luftfeuchtigkeit darin noch zu erhöhen. Allerdings muss man sagen, da das ja das Stratum rein mineralisch ist, kann man das halt auch machen. Also da drinne schimmelt einfach gar nichts. Ja, das heißt, da drinne, man gießt das
einmal, macht das auch relativ voll mit Wasser, also bis das Wasser auch bis zur Kante meistens ist, also so, dass die Pflanze irgendwie immer noch, wie als ob sie komplett im Wasser stehen würde, aber trotzdem auch im Substrat. Und dann macht man da einen Deckel drauf und ja, stellt das halt unter genügend Licht und dann muss man einfach nur noch warten. Das gleiche bei der Freideck. Auch hier rollt sich jetzt das neue Blatt aus. Die Freidecks wachsen eh relativ langsam, also zumindest in dem Jungpflanzenstadium. Hier dazu kommt noch, dass es eine variegierte Form ist. Ja, die wachsen sowieso meistens etwas langsamer. Aber auch das funktioniert ziemlich gut. So, und als letztes haben wir noch ein weiteres Problemkind. Bevor ich euch das aber jetzt erkläre, hole ich sie erstmal aus ihrem, ja, aus, also ich mache mal den Deckel ab. Okay, Deckel ist runter. Es handelt sich um eine Monstera, jetzt wird es wieder schwierig, Carstenianum in der Variegata Aurea Form. Und zwar diese Pflanze, ja, hier war einfach, also sie ist, ja, sie ist immer noch nicht über dem Berg, denke ich, und hier war einfach nichts mehr dran. Ich hatte sie schon mal ein Stückchen weiter, dass sie auch das Blatt tatsächlich ausgerollt hatte, aber aus welchen Gründen auch immer hat sie es wieder abgeschmissen. Ja, und jetzt habe ich sie halt in Stratum gesetzt und auch sorge für eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit. Deswegen ist auch der Deckel drauf und es ist auch dann mit Klebeband noch abgedichtet. Und jetzt bin ich tatsächlich am Hoffen, dass das diesmal funktioniert. Aber ich auch hier denke ich, wird das eine Pflanze sein, die ich wahrscheinlich nicht frei im Raum stehen lassen kann. Ja, so viel zu meinen Experimenten. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Vorteilen bzw. Nachteilen. Meiner Meinung nach eignet sich das Stratum hervorragend, um Wurzeln auszubilden, um Stecklinge zu bewurzeln. Also habe ich jetzt so viele Beispiele gezeigt, was dieses Stratum alles kann, also oder zumindest wie die Pflanzen dann auf dieses Substrat reagieren. Ein weiterer Vorteil ist die Tatsache, dass sich das Substrat einfach komplett bis zum Rand mit Wasser füllen kann. Also sprich, ich stelle die Pflanzen ins Wasser und stehen trotzdem im Substrat. Wenn ich sie dann auf die Heizmatte stelle, muss ich da sehr, sehr lange nicht gießen. Würde ich meine Pflanzen ausschließlich in Stratum stellen? Ganz klar und definitiv nein. Warum das so ist, liegt an folgenden Nachteilen. Für mich ein Riesennachteil ist tatsächlich der Preis von diesem Substrat. Aktuell kosten 4 Kilo 19 Euro. Das ist echt eine Menge Geld für ein bisschen Substrat. Für den 8-Kilo-Sack bezahlt ihr 37 Euro. Wenn ich da alle meine Pflanzen in dieses Substrat stellen möchte, dann das ist ein halbes Vermögen. Das geht nicht. Ein weiterer Nachteil für mich, warum ich dieses Substrat nicht als alleiniges Substrat einsetze, ist die Konsistenz, respektive die Haltbarkeit. Dieses Substrat ist nicht stabil. Auch wenn auf der Verpackung draufsteht, dass sich das nicht verfestigen soll, passiert genau das. Und zwar kann man dieses Substrat ganz leicht mit den Fingern zerdrücken. Das ist fast wie bei Perliten. Und ihr habt es vorhin schon gesehen, wo ich die eine Pflanze aus dem Substrat rausgeholt habe. Es ist eine leicht, wie soll ich sagen, leicht schleimige Konsistenz, die sich unten am Boden im Glas oder im Becher halt sammelt. Und mit der Zeit, denke ich, wird das da unten so
so fest, dass da auch die Wurzeln dann nie keinen Sauerstoff mehr kriegen werden. Und dann glaube ich, dass diese Wurzeln ja, absterben werden. Und das ist halt dann nicht mehr besonders förderlich für das Wachstum der Pflanze. Kommen wir also zum Fazit. Das Stratum ist nicht, in meinen Augen nicht das Wundermittel, was viele YouTuber und auch viele Foren halt versprechen. Es hat definitiv Vorteile in der Bewurzelung von Pflanzen. Das geht wirklich, wirklich echt schnell. Und auch gerade wenn ich vielleicht teure Stecklinge habe, möchte ich doch meine Chancen, dass das funktioniert, dahingehend verbessern. Und dafür so einen Sack mal zu Hause zu haben und genau für diese Pflanzen es zu benutzen, finde ich durchaus angemessen. Die Pflanzen komplett ins Stratum zu stellen, wie gesagt, würde ich nicht tun. Dafür ist es einfach viel zu teuer und hat auch noch weitere Nachteile. Und damit kommen wir jetzt auch schon wieder zum Ende des heutigen Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen und über einen Kommentar freue ich mich natürlich sehr und ich versuche auch alle Kommentare zu beantworten. Aktuell ist es noch recht überschaubar. Dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Sonntag zu wünschen und eine schöne neue Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut, euer Pflanzenfreund.